Dann geht's weiter mit dem 16. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass da es weitergeht, aber das macht nichts. Deswegen kann ich auch einfach so lassen. Weiter brauche ich das Erz einmal nicht überhaupt. Vielleicht kann ich auch zwei tief machen. Muss ich einfach nur. Aber ich grab nicht, dann. Jetzt auch wieder das Stück Erde rein. Zwei Eimer Wasser habe ich noch. So. Dann muss ich nämlich nach der Ebene nicht um einen runtergraben. Wasser und was nach so. Ich bin unendlich Brunnen. Na, so geht's nicht. Unendlich Brunnen geht so. Ja, ich war so einfach, aber es geht. Muss ich nicht. Ackerboden, Erde kann man das nicht machen. Hier runtergraben. Hier ist schon durch das ganze Erz abgraben hier alles frei. Hier erstmal alles mit Holz zu bauen. Na, als Provisorisch noch. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man hier ein Ackerland hier keine Fackel dran machen kann. Ich hab den nochmal so einen Block weg. Außer diese Fackel natürlich. Erstmal eine Kürbisfarm, damit ich bei der Slimefarm erstmal so diese Jack-O-Laternen machen kann. Ja, jetzt habe ich die Fackel auch abgebaut, aber kann ich sowieso gleich wieder hinsetzen. Zack. Funktioniert. Noch ein Block tiefer. Und dabei auch einige Diamanten aufnehmen. Wieder mit Erde nehmen wir den Diamanten mit. Jetzt hier wieder mit dem Wasser hingraben. Ich muss mich ja wegen diesem Ackerland hier um einen Block nach unten setzen. Auch nicht, dass die ganzen Farben da alle aufeinandertreffen und diese Verbindungen, die sind nicht so schön, deswegen will ich, weil da mich dahinter mit dem ganzen Gold ausgraben, auf Teil 13 mit haben. Block Erde hin, mit denen die nicht herrscht, die Fackeln dran, solche Kronleuchter ähnlichen Dinger, jetzt muss ich da noch Wasser einfüllen. Ja, die Diamond Hose brauche ich noch, aber die Big Pack brauche ich jetzt nicht mehr. Zack, und zack, und noch mehr Eimer Wasser. Hier noch ein Ackerland. Weil ich da jetzt mit noch nicht genug Kürbissamen wachsen hier. Ich habe einen Block zu viel. Verschwende dann schon. Ich kann das ja um einen Block noch da verschieben. Ja. Hier das Wasser erstmal aufnehmen. Ich habe auch noch einen kleinen Fehler gemacht.
Das ist dazu da, um die Slimefarmen auszuleuchten. Diese Kürbisfarmen hier. Damit ich dann erstmal genug Kürbis kriegen kann. Und auch noch Erde rein. Und da einfach niedriger gesetzt. Da ist auch schon ein bisschen Ackerboden. Könnt ihr auch schon als Kronleuchter sehen. Jetzt erstmal hier nicht weiter graben. Weil jetzt ist die Farm. Also da wird Zuckerrohr gemacht. Da kommt auch noch eine Reihe Zuckerrohr hin und hier, da sind viele Kürbissamen wieder wachsen. Damit ich dann nämlich Jack-O-Laternen rausmachen kann. Aber es geht immer noch nicht weg, weil diese Holzfälle ist. Davon Holz. Da hat doch noch ein Holz drinne. Hier ein Sätzchen. Ich muss glaube ich noch drei Schwarzeichenholzsätzchen holen. Ich muss erstmal auf die Slime-Farm schon was bringen. Muss ich hier rein. Die ist ja noch keine wirkliche Slime-Farm. Aber das ist hier ein Slime-Chunk, den ich jetzt hier 3x3 Gang ausgehöhlt habe. Na, da will ich gleich erstmal machen. Ich will erstmal hier warten, bis die Kürbisse genug sind. Wieder noch leider nicht genug Kürbisse. Aber ich glaube, ich muss dafür. Mir fehlt ja auch oben. Na, das scheint Nacht zu sein. Na, Tag, es wird Tag. Ich will schon mal gucken, ob die Monster noch sind. Blasen durch hier. Warte mal, bis die abgebrannt sind, dann kann ich nämlich wieder losziehen, um die restlichen Schwarzeichen noch zu holen. Sobald die Zombies und Skelette hier verstorben sind. Weil dann kann ich nämlich das hier oben das Haus noch fertig bauen. Das erste Stockwerk, das zweite Stockwerk kann ich dann aus Goldblöcken bauen. Weil ich so viel Gold im Überfluss im Moment habe. Mit nicht mehr viel los. Monster sind jetzt. Also, das haben die jetzt bestimmt so gemacht, dass die Creeper nach der Zeit sowieso nicht spawnen. Damit man die so tagsüber nicht mehr so als Problem hat. Dann sieht man nämlich sowieso keine Creeper. Hat mich verletzt. Ich weiß nicht mehr, wo es da hingeht zum Schwarzeichen. Schwarzeichengedöns. Hier habe ich eine Wüste, wo ich immer hingehen kann fürs Sandfahren. Und ich will ja auch viele Pyramiden bauen. Darunter zum Beispiel auch eine aus Diamantblöcken, also damit man diese ganzen Materialien. Ich glaube, das würde ich machen, sobald die Truhen voll sind, also aus Blöcken, nicht aus einzelnen Dingern. Dann werde ich die paar zuvor extra viel nach Erd graben. Um dann hier zum Beispiel eine Diamantblockpyramide herzustellen. Man kann ja keine Diamant-Erzblöcke daraus wieder hergewinnen. Dann würde ich vielleicht sonst Diamant-Erzblöcke nehmen, aber ich glaube, nicht so schön. Ich habe schon immer wieder nur drei.
dann darf man sich auch sowas erlauben. Schnellen Hungerverbrauch. Endlich ein Weichen. Also, ich glaube, ich würde das dann später vielleicht mit Schienenstrecken machen. Die gerade ich am besten. Also oberirdisch liegt aber nicht, weil dann würde ich sonst nicht mehr. Dauert nämlich wahrscheinlich 2-3 Minuten, wenn man dann noch nachts los wäre, um tagsüber anzukommen. Wenn ich lieber unterirdisch durchfahre und nicht nachts mit Monster zu tun haben. Der Dschungel nicht. Das ist nur ein Dschungel. Da wo Erze sind, dann weiß ich schon mal, da ist das Lava. Hier ist noch diese eine Kuh. Ich weiß nicht, dass ich die daher gesucht habe. Also ich komme immer kurz am Mittag hier an. Und ich bin damit, dass ich sowieso wieder los muss. Und wir noch ein paar mehr exotische Baumarten holen. Also in meinem Biom, wo ich mich niedergelassen habe, das ist ja eine Savanne. Da gibt es ja nur Akazienholz. Wo ich ja auch andere Holzarten habe. Ich baue nämlich meine aus Schwarzeichenholz. Zombie. Hopp, hopp, da wieder hoch. Ich muss ein bisschen runter hier. Ich muss wieder was wegschmeißen hier. Ich bin daraus der Eichen und Bretter drin. Wie kommt denn hier gekommen? Ich bin nicht ganz beruhigt. Hier, hier, ach, ich bin hier gekommen. Oh, Zombie Spawn. Zombie Spawn erstmal entschärfen hier. Dann noch Bohnen, ja. Auch keine. Nein, keine Bohnen, ich meinte. Samen, Kürbissamen, würde ich. Da hinten ist Schwarzeichen, ne? Oder dunkel. Dunkles Holz. Dark Oak. Da ist ein schöner Baum. Mittags. Da komme ich voraussichtlich auch erst nachts wieder an. Blöcke Schwarzeichenholz bauen. Nimmt er wieder nicht auf. Was wollte ich denn wegschmeißen? Samen, diesen habe ich ja schon im Überfluss. Den brauche ich im Moment nicht mehr. Man findet immer unwichtigere Sachen, als was man hier gerade im Abbauen ist. Samen zum Beispiel brauche ich nicht mehr. Wow, was fackelt da denn alles ab? Ich glaube, es reicht nicht. Mein Inventarplatz reicht dafür, glaube ich, nicht mehr aus. Noch was wegschmeißen. Ich muss mindestens 4 solcher Setzlinge haben. Gibt mir das nicht mehr auf. Akazien-Setzlinge brauche ich auch nicht mehr.
habe nämlich da auch genug davon. Da sind noch keine Schwarzeichen-Setzling. Warum brennt das da hinten überhaupt? Ach, das Lava. Deswegen brennt das da hinten ab. Sand, den platziere ich mal. Kann ich ja hier benutzen, runterzukommen. So. Geht doch eigentlich ganz gut, hier noch wieder einen Platz frei zu bringen. Dunkle 3 habe ich jetzt. 4 sogar. 5 sogar. Und ins Wasser und zurück. Jetzt ist an der Zeit nach Hause zurückzukehren. Noch circa, na, ich glaube, das werde ich tiefer auch nicht mehr schaffen. In 2 Minuten wird es langsam schon wieder dunkel. Und werde ich in der Zeit nicht schaffen, zu Hause anzukommen. Aber bei so einer Diamantrüstung, die ich habe, würde das nichts ausmachen. Weil der Fluss geht ja da hinten auch lang. Dann bräuchte ich ja eigentlich nur noch Dschungelholz. Habe ich eine Superrohr? Spinnen? Bei den Zombie-Dungeon, aber. Ich habe eine Spinne auf einmal. Und hier ist eine riesige Wüste. Also die ist schon ziemlich groß hier. Wenn ich alles dann abgraben würde, hätte ich bestimmt mehrere Truhen voller Sand. Die ich dann zu Sandstein umsetzen kann. Das sind hier schön auf Sandstein unten. Und Sonne geht unter. Ab nach Hause. Da vorne ist meine Heimsavanne schon wieder. Also ich finde Minecraft in der 1.8, also 1.8.3 ist die Version, die ich jetzt im Moment spiele. 1.8 ist ein ganz schönes Update mit dem Customize-Welten. Da alle Erzeinstellungen auf maximal. Das ist auch nicht so das Einfachste, weil man ständig immer hochgehen muss zum Inventar ausleeren. Ein Inventar wird vielleicht ständig voll. Dann merkt man das auch. Ich konnte gerade das Hühnerei auch gar nicht mehr aufnehmen. War mir erst auch mal nicht wichtig. Jetzt eher zu den minder wichtigen Sachen. Und daher habe ich mich nach hinten rüber gebaut. Dass ich dann mal wagemutig mit einem halben Herz ohne Rüstung rausgegangen bin. Das war eins tagsüber. Nachts wäre ich da bestimmt gestorben. Ich hatte ja keinen Hunger mehr, deswegen wollte ich mir so ein paar Ziegen holen und das ist ja schon wieder Nacht, also beginnen bestimmt bald die ersten Monster zu spawnen. Hier natürlich nicht, weil hier ein paar Fackeln sind. Da habe ich auch ein paar Fackeln, da vorhin platziere, um mein Inventar zu leeren. Die ich vielleicht später mal wieder aufsammeln werde. Oder ich kann die da für immer und ewig da stehen lassen. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Schwarzeichenholz im Gepäck. Jetzt bin ich jetzt auch erst bei Nacht da am Haus. Ich muss auch am besten eine Nacht schlafen, weil da schon wieder Monster spawnen. Vielleicht das Dach wollte ich auf Goldblöcken bauen. Jetzt sind nämlich wieder 4 die Eisenbarren. Ich habe 2 Stacks wieder an Goldbarren. Das ist nämlich schon wieder so relativ viel. 2 Stacks Goldbarren. Und jetzt tagsüber Monster verbrennen wieder. Habe ich noch Leiter? Ja, habe ich noch. Zack, zack.
Nee, wo gehe ich am besten hin? Ich glaube, ich könnte dann hier. Jetzt 64 und 6. Und Schwarzeichen, aber ich brauche. Glaube ich nur so 6. Hat er nicht wieder nicht ausgetauscht? Schon wieder nicht. Dann nehme ich hier das Haus. Das ersten Stock muss ich erstmal schon mal fertig bauen. Ich glaub, die haben noch nicht gereicht, diese 24. 1, 2, 3, 4 fehlen noch. So, 4. 1, 2, 3, 4. Das reicht so. Jetzt will ich noch hier mit einer Kerzenholz hier einen Dachboden drüber bauen. 4, 3, damit ich die restlichen Leitern aufbrauchen kann. Diesen hier will ich da oben auf Goldblöcken bauen. Natürlich ein ordentliches Vorhaben ist. Mit Golderz. Das ist schon wieder so viel Redstone. Und Redstone ist wirklich ein Übermaß. Da sind noch 63 Diamanten, muss ich auch noch packen. Boah, auch schon wieder so viele Diamanten. Apfel habe ich auch noch. Hat er nicht gegessen. Jetzt dürfte ich so mit den Schwarz Eichen. Oder müsste nämlich der eigentliche Baum aus Schwarzeichenholzen stehen. Birken habe ich auch noch 3 mitgenommen. Ich muss ja auch noch 3 Birkenholzen platzieren. Das wächst auch schon wieder. Wie weit sind denn nur die Kürbiskerne? Bin ich damit längst fertig. Damit werde ich etwa sagen, der Part ist zu Ende, weil schon wieder 20 Minuten, über 20 Minuten. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen hoch, wenn das euch gefallen hat. Dann teilt das Video, damit ich bekannter werde. Und abonnieren kriegt ihr dann weitere Videos. Bis dann und ciao.